Herzlich willkommen, Lino La Vista. Grüezi miteinander. Du bist Musiker, schon seit eh und je wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe mal als kleiner Bub angefangen, ja. Und was ist das jetzt so für Musik, wenn du das müsstest beschreiben? In welche Richtung geht das etwa? Es ist noch schwierig zu erklären. Ich bewege mich zwischen Pop, Funk, Soul, R&B. Und das ist ein bisschen ein eigener Stil. Auch. Also, man kann es nicht gerade in einem Katalog reinnehmen. Aber du singst ja nur Italienisch, oder? Ja, nur Italienisch. Ich habe zwar auch schon auf Spanisch gesungen. Und ich wollte mich auch bemühen, dass ich irgendwann mal auf Englisch mal ein Stück rauslassen kann. Aber hauptsächlich Italienisch, ja. Wie sieht jetzt so, wenn du einen Auftritt hast, wie sieht das so aus? Bist du da ganz allein auf der Bühne oder hast du da eben eine Band oder wie ist der Lino La Vista auf der Bühne? Also es kommt ganz darauf an. Also, je nach Anlass bin ich mit Band oder allein oder auch mit Tänzerinnen. Ganz darauf an, auf, eben auf dem Anlass. Und eben, du hast ja vorher schon angesprochen, dein erster Auftritt war ja eigentlich eine Hochzeit. Genau. 8 plus minus 8. Genau, genau. Wie ist denn so weitergegangen? Was ist das so für ein Werdegang von dir? Also, ich konnte eine weitere Hochzeit singen. Also, eine weitere Hochzeit singen. Und danach das Ganze ist mit dem ersten Produzent im 2003 hat sich das eigentlich so ergeben. Mit der Lyrische Zone, Rafnaf. Die haben mich so aufgebaut, oder? Zum R&B-Sänger. Bei denen war ich 4 Jahre dabei gewesen und nachher habe ich mich getrennt von ihnen und dann meinen Werdegang allein weitergemacht. Und da ist eben der Lino La Vista Style rausgekommen. Oder? Also eben eine Mischung zwischen verschiedenen Musikrichtungen und einfach ein bisschen einen eigenen Stil. Oder? Und ja, ich bin jetzt mit verschiedenen Produzenten in Italien. DJ Mariucci ist einer davon. Der war auch lange in der Hip-Parade. Und mit Shakami Records von Basel und Refekt Records von Solothurn. Also das sind meine Produzenten. Ist denn die Schweiz wird jetzt klein für dich, um da zu bestehen? Also muss Italien eigentlich noch dazugehören? Also ich fühle mich auf beiden Seiten wohl. Also sei es in Italien, so wie auch in der Schweiz. Also da bin ich aufgewachsen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich da von hier aus in Italien wird reinkommen, oder? Ich fühle mich bei beiden Ländern sehr, sehr wohl, oder? Aber das Zielpublikum ist schon Italien und auch Ausland, weil die Schweiz ist für die italienische Musik sehr skeptisch. Also, es wird mehr importiert, wieder überhaupt unterstützt von den eigenen Künstlern. Inlandige Künstler, oder? Das ist eigentlich schade. Also, es gibt ja tatsächlich nicht viele Schweizer Künstler, die italienisch singen. Das ist so. Und es gibt auch viel mehr Künstler überhaupt in der Schweiz, die wirklich sehr talentiert sind und das Potenzial hätten, aber man importiert viel mehr wieder überhaupt, dass man unsere Künstler wird fordern. Oder? Und das hört man auch in der Radio und man sieht es auch im Fernsehen. Also. Die Förderung, die du noch machst, du investierst ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld, oder? Ja, und vor allem viel Energie. Ja gut, das kommt dazu. Also, ich bin unter Vertrag bei einem Label, einem Indie-Label. Und das Label ist dann nachher Konkurs gegangen, weil der Inhaber gestorben ist, oder? Und ich habe natürlich sehr viel Geld investiert auf dem ganzen Projekt, Emotionen diverse. Und das Problem war danach, wie voran, also wie weitergehen, oder? Und gewisse CDs sind schon vertrieben worden. Und ja, dann müssen wir selbstständig machen, weil die CD wäre sonst nicht in den Läden gekommen, oder? Jetzt ganz angefangen mit Music Evolution. Und ja, und das ist auch eine Förderung für neue Talente. Also ich biete die Plattform an für Künstler. Für neue Talente, die sich präsentieren wollen, die auch in der Öffentlichkeit kommen wollen. Alles kostenlos. Oder? Sie müssen nur eine E-Mail schicken mit Biografie, ein Musikstück. Oder? Und das Ganze tue ich dann nachher auf der Homepage nachher präsentieren. Oder? Das ist so meine Forderung zu den jungen Talenten. Also. Ist das ein bisschen,
warum machst du das? Also ich meine, das ist ja zeitaufwendig, sondergleichens. Warum macht man das genau? Wo liegt da die Motivation dahinter? Die Motivation ist da, weil, eben, wie ich vorhin erwähnt habe, der Schweizer Markt oder, tut eher importieren, wieder die eigenen Künstler, die man im Land hat, fördern. Oder? Und das ist genau der Punkt. Man hat wirklich sehr gute Künstler. Also ich gehe öppe mal an so Contest und ich entdecke immer wieder neue Talente. Oder? Und das ist wirklich sehr schade. Und ich habe mir jetzt das wirklich als Ziel vorgenommen. Das ist für mich nicht ein grosser Aufwand, das Produkt können zu platzieren, also den Künstler können zu platzieren. Wenn dann nachher ein Major-Label oder ein anderes Label den Künstler entdeckt, oder, dann hat er einfach den Pool, wo er die Künstler einfach kann vorzunehmen kann. Wo bist du jetzt erfolgreicher? In der Schweiz oder in Italien? Also ich denke, meine Musik die spricht schon inner Italien an. Obwohl, also in der letzten Zeit hat sich auch hier in der Schweiz eine Verbreiterung können zeigen. Also die CD-Zahlen sind gestiegen. Also, obwohl eigentlich der Verkauf von CD sehr stark abnimmt. Oder? Das Ganze wird ja Internet digital oder mit den grossen Internetportalen. Aber das bietest ja du auch an, oder? Also du bist ein bisschen aufgestiegen auf das. Du hast das ja erkannt. Eigentlich. Genau. Ja, ich habe es erkannt. Ich tue natürlich meine Musik über digitale Wege verbreiten, so wie auch die von den Künstlern, die sich über Music Evolution anmelden. Das ist einfach der einfache und schnelle Weg heutzutage. Man kann es mit dem Nattel abladen, man kann wirklich auch das Lied abladen, das man wirklich will, oder? Und nicht unbedingt die ganze CD kaufen. Oder? Das ist Zukunft. Oder? Und das sieht mich an. Aber wenn jetzt jemand noch deine CD kaufen will, dann kann man das schon, oder? Sicher. Also du hast, die werden nach wie vor produziert und das machen wir ja auch wahrscheinlich noch 10 Jahre lang, oder? Das ist so. Also man wird in Zukunft, die CD ist im Prinzip ein Medium, wo man verkauft also in Mitte, wo man verkauft an den Konzerten, wenn man Auftritt macht, oder dort kann man nicht gerade, ladet es gerade ab. Ja. Aber das ist eher so ein Mittel, oder? Und man kann sie bei jedem Mediamarkt laden kaufen. Man kann es auch online bestellen unter musicevolution.ch oder auch über Music Paradise von Basel, wo Generalimporteur ist von italienischer Musik. Was haltest du von denen, die die Musik dann illegal abladen? Ja, wahrscheinlich das ist Kriminalität. Nicht viel, oder? Das ist Kriminalität. Also das ist wie das Gleiche, wie ich am Bahnhof gehe und das Dörfli klauen. Ja. Also, ich sehe es genau gleich, weil es steckt so viel Zeit, so viel Arbeit dahinter. Als Käufer ist man nicht einmal bewusst, oder, wie viel Energie und wie viel Zeit und wie viel Geld das ist. Das ist ja dein Lohn, oder? Genau, das ist so. Das ist der Ertrag von der ganzen Bemühung, oder? Und du hast ja wahrscheinlich auch eine Homepage, hast du ja sogar schon mal gesagt, ja. Oder? Während dem Gespräch. Was findet man dort jetzt alles drauf, nebst den Downloads, nebst deiner Biografie? Was hast du dort noch alles so drauf? Also auf meiner Homepage www.lionelavista.com findet man also eben meinen ganzen Werdegang, Biografie, Musik, Videoclip, meine Events, also meine Konzerte, wo ich unterwegs bin. Und ja, auch ein Sponsoring, das ich mache. Also ich tue für Multiple Sklerose spende. Und da ist auch ein Konto drauf, wo auch mögliche Spender sich dort können, das Geld überweisen können und die kranken Leute wirklich helfen oder, und unterstützen. Weil das ist also du schaffst schon wahrscheinlich 300%, oder? Ja. Also, wenn man das jetzt so alles hört. Ja, es ist viel, sehr viel, sehr viel Arbeit steckt dahinter und auch eben viel Energie, viel Geld. Aber das mache ich gerne, das ist reingewachsen, das Ganze. Und das ist ja die Hauptsache. Die Sendung ist leider schon vorbei, weil du so einen langen Weg gehabt hast. Du kommst ja aus dem Kanton Aargau. Genau. Ein kleines Präsent, Gottlieber Hüppe, sagt dir das etwas? Schon mal gesehen? Ja. Jockey wahrscheinlich auch gerne, oder? Genau. Schuss zum Weiterverschenken. Merci vielmals, dass du da warst. Hat Spass gemacht. Und viel Erfolg mit der CD und mit deinem Projekt. Merci vielmals. Lino La Vista.